Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac. Mein Name ist Michi und ich dachte mir, heute zocken wir wieder Isaac, aber wir zocken diesmal Azazel. Lass mal Azazel beenden. So. XL Basement also. So. Tainted Azazel. Wie ihr sehen könnt, fliege ich nicht. Mein Strahl ist so ein kleiniges dünner und ich kann so niesen, was die Gegner irgendwie markiert und sie schwächer macht oder so. I don't know. Empress, ja, nee. Wir behalten Fool. Yes. Sehr schön. Noch. Okay, wir müssen zu Beast gehen. Ah, da hätte ich... Oh, das explodiert, genau. Irgendwie so war das. Na, ihr seht es ja. Ihr seht es schon. Wie, ihr habt doch selbst keine Ahnung. Ihr habt das ewig nicht gespielt. Und nicht so krass hinterfragt alles. Und normalerweise auch ohne Ton gespielt. Mit Ton kommt es besser rüber, wenn die explodieren. Überraschung. Perfekt. Oh. Hallo. Ja, da schnappen wir uns doch. Was ist im Shop drinnen? Nichts, was wir brauchen, also gehen wir weiter. Perfekt. Es läuft doch gerade sehr ideal. Okay. Und gleich werden wir unbesiegbar sein, ja. So. Gehen wir hier mal rein. Oh mein Gott. Technology. Sehr nice. Sehr, 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 sehr nice. Das ist sehr, sehr nice. Mal schauen, was wir jetzt hier noch alles beim Boss kriegen. Nett. Oh mein Gott, wie bin ich da ausgewichen? So, wir haben den markiert. Oh Gott. Yes. Yes. Geht doch. Und Speed Up ist nice. Oh, Alter, war das heftig. Gut, dann gehen wir hier rein, weil es hier zwei Items im Dingsraum gibt, im Goldraum. Genau. Ah, nein. Das war blöd. Wir haben ja auch keine Eile. Außer wir könnten den Boss Rush schaffen. Hä, warum habe ich wieder die Judgment-Karte? Was ist denn das für ein Scheiß? Ah, geh weg! Oh. Ah, was? Oh. Oh, oh. Ist es? Ach so, weil es XL war. Ja. Stimmt. Ah, weg mit dir. Aber tatsächlich lasse ich die Goldtür diesmal geschlossen. Oh mein Gott. Wir werden eingekreist. Umzingelt. So.
Perfekt. Ah, nice, nice. Schön, dass aus dem blauen Feuer wenigstens sein Herz gedroppt ist. Okay. Oh, Kompass nehmen wir mit. Kompass ist eine gute Sache. Und dich würde ich sprengen, damit wir die Angel-Deal-Wahrscheinlichkeit erhöhen. So, dann wollen wir mal hier lang. Und mal schauen, was für ein Boss auf uns wartet. Ace of Clubs, ja, das behalte ich. Was willst du? Oh nein. Lockdown. Bad Trip, fick dich. Fickt euch hier Pillen. Jede drei Pillen war einfach nur beschissen. Und ich bin jetzt raus und wieder reingegangen wegen der Excited Pille. Das macht nämlich alles schnell und das brauchen wir nicht. So, komm schon, stirb. Sehr schön. Nee. Ein Herz. Sogar zwei. Wow. Wow, 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 wow. Oh mein Gott. Komm schon. Wer hat angenießt? Yes. Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das gerade stark. Okay. Oh, der Heilige Gral. Okay. Nein. Nein. Oh, jetzt können wir sogar fliegen. Stimmt. Ah, nein. Blöd. Weg von mir. Weg von mir. Weg. Sehr schön. Ein Keypiece. Damit die Wahrscheinlichkeit für einen Angel Deal erhöht wird. Und leider kein Herz. Aber gut. Gehen wir mal. Wir sind heute ein bisschen risikobereit, oder? Wir gehen in die Spiegeldimension und versuchen den Boss zu bekämpfen. Als Lost. So sieht es aus. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Weg mit euch! Das war jetzt notwendig. So. Nice. I found this. Eine neutrale Pille. Danke für nichts. So, in den Goldraum gehen wir nicht rein. Oh, scheiße. Einfach fernbleiben und dann wird es schon gut gehen. Nice. Ansel. Sehr schön. So. In die Geheimgänge gehen wir nicht nochmal rein. Die bringen jetzt nichts. So, aber die Münze nehmen wir mit. Und die Regenbogenkacke zerschlagen wir auch. Okay. Jetzt heißt es alles oder nichts. Oh mein Gott, nein. Ich glaube, es ist eher ein alles. Oder nichts. Komm schon. Komm. Komm. Yes.
Mysterious Paper. Genau. Oh mein Gott. Oh. Scheiß Flamme hat mich zu Tode erschreckt. Aber wo wir gerade bei den Flammen sind, wir haben doch unendlich Bomben. Da können wir da doch was probieren. Ja, genau, dafür. Perfekt. Nein! Fuck! Als ob ich jetzt da reingegangen bin. Nein! Das wollte ich doch auch nicht. Oh, ich mach gerade ja nur dumme Sachen. Scheiße. Und zwar die Sache, warum ich nicht in den Goldraum gegangen bin. Das sind sogar zwei Gründe. Der erste Grund ist, es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man in einer Ebene das Planetarium bekommt. Ist ein Raum mit, mit ein paar Items, die halt nur in dem Raum zu finden sind. So, dich machen wir fertig und dich machen wir noch fertig. Oh mein Gott! Genau. Hey, warum ist der Upload von Astros Playroom nicht möglich? Lad es gefälligst hoch! Das soll heißen, nicht möglich. Genau, das war der erste Grund. Und wenn man reingeht, verringert das die Wahrscheinlichkeit. Und wie wir hier sehen, haben wir wieder keinen bekommen. Aber naja, wir sind ja auch gerade in einen Goldraum gegangen. Und in der ersten Ebene sind wir auch in zwei reingegangen. Also müssen wir nicht unbedingt damit rechnen, dass wir noch einen bekommen. So. Oh Mann. Das Timing verkackt. Ich dachte, das schaffen wir schon. Alright. Erstmal die kleinen Spinnen auf dem Boden killen. Dann die Spinne an der Wand. Ach ja, und der zweite Grund, wenn ich nur jetzt auch darauf kommen würde, was der zweite Grund war. Ach ja, werdet ihr sehen. Den zweiten Grund werdet ihr noch sehen. So. Fick dich, Bro. Ich hab gerade Steam Sale bekommen und dann kommst du und ruinierst mir alles. Mann, ich hab doch nur noch wenig Ebenen, wo ich rein kann. Oh, ich bin wieder in ein... Oh, ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Ich bin so dämlich, das ist unglaublich. Ich bin einfach nur dumm. Vor allem, wenn sowieso ich die Items gerade nicht sehen kann. Mann, das ärgert mich. Das ist doch so dämlich. Warum bin ich so dämlich? Warum? Warum? Warum bin ich so dämlich? So dämlich? So dämlich? Ich habe viel zu lange kein Isaac mal wahrscheinlich gespielt, deswegen. Aber deswegen sind wir ja hier. Um wieder reinzukommen, um alles freizuschalten. Denn mir fehlt tatsächlich nicht mehr allzu viel. Und wenn man so eine Motivation hat, wie jetzt dieses Let's Play zum Beispiel. Das ist schon strong. Scheiß Boss. Ich hasse ihn. Stirb bitte. Stirb einfach. Dankeschön. Leider kein... Oh mein Gott, ein Damage-Up. Das ist ja geil. Ich würde aber noch mal ganz fix... Noch ganz fix... in den Arcade-Room gehen. Mal schauen, ob da vielleicht irgendwas Cooles auf uns wartet. Schließlich haben wir auch 59 Münzen.
Oh mein Gott. Am besten sich nicht von der Kacke treffen lassen. Ah, okay. Machen wir es auf diese Art. Zack, zack, zack. Sehr schön. Und rein mit uns. Und nein, interessiert uns nicht. Wir können wieder gehen. Alles gut. Zeitverschwendung. Okay. Ich weiß nicht, ob es... Ich glaube, hier kann kein Geheimraum sein, aber ich würde es trotzdem irgendwie ausprobieren. Ich hätte ja auf links... Also ich... ja doch, hier könnte er auch sein. Ist er aber nicht. Oben könnte er auch sein. Ist er aber. Die Holzkissen habe ich auch nicht lange. Oh, ist, na, Range interessiert mich nicht. HP up, Speed down ist nicht so geil. World. Ja doch, gib mal World her. Ah ja, da unten ist es. Da gehen wir gleich mal dahin. Chaos Card. Chaos Card. Chaos Card ist einfach nur heftig. Ah, ein Moment. Ich habe eine viel bessere Idee. Ich nehme Emperor mit. Flieg jetzt rüber zum Geheimraum. Wir sind ja auch recht langsam. Spiel gerade auch nur mit einer Hand. Ist ja auch... Die zweite Hand ist ja jetzt überhaupt nicht zu gebrauchen. Ich gestikuliere gerade, während ich mit euch rede, mit meiner rechten Hand. Und... Oh, schade. Schade, aber... Na, schade, scheiße. Das wollte ich nicht. Aber schon okay. Wir können reinfliegen. Und lass uns einfach raus teleportieren. Das passt schon. Und jetzt nehmen wir die Chaos-Card mit. Und ziehen in die nächste Ebene. Die Chaos-Karte. So, was gibt's denn hier zu... Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott. Krank. Quasi doppelte Schaden. Oder? Sind da jetzt... zwei... Brimstones, die geschossen werden, oder zählt es als einer? Ich habe keine Ahnung. Das können wir ja auch mal einsammeln. Und da schauen wir gleich, was es bringen wird. Und yes. Boah, Scheiße. Geil. So, es geht nach oben. Natürlich wieder kein Planetarium. Weil ich es verkackt habe. Sehr nice. Das ist doch ganz nice. Und, na, oh fuck. Muss aber gut getimt werden. Okay, alles klar. Alles klärchen. Cool. Ja, das ist stark. Glaube ich zumindest. Fühlt sich zumindest stark an. Was meint ihr? Yes. Und yes. Und ich würde auch behaupten, wir müssen jetzt nicht unbedingt zum Goldraum gehen. Das machen wir später. Nice. Krank. Wie viel? Oh nein, ich hätte es dort machen sollen. Oh, ich hab... Ärgerlich. Bei Bossen klappt es auch? Meine Fresse, Alter.
Als ob ich so einen Boss greifen kann. Das ist ja witzig. So. Nehme ich. Nein! Wir haben ja keinen. Nein! Wir brauchen eine Bombe. Ach, wie dumm. Ist hier eine Bombe? Nein. Eine Speed-Up-Pille. Stark, stark. Oh, Bomben. Perfekt. Jetzt muss ich mich entscheiden. Tinted Rock. Aber ich sage das hier. Speed up, nice. Und ja, das ist immer noch da. Yeah. Okay. Die Feder bringt nicht das, was ich erwartet habe, tatsächlich. Tatsächlich bringt sie nicht das, was ich erwartet habe. Und tatsächlich brauche ich nichts von dem, was hier sonst noch rumliegt. Das ist natürlich, ja, ja. Ärgerlich. Na gut, komm, wir gehen auch fix in den Cursed Room. Die Zeit genehmen wir uns noch. Ja, perfekt. Nice. Ja, komm, wir haben da zwei Herzen rumliegen. Das können wir uns gönnen. Oh. Der Hierophant sogar. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also lebenstechnisch sind wir voll ausgesorgt. Ab geht's in die nächste Ebene. Autsch. Schon okay. Es gibt ein Planetarium in dieser Ebene. In dieser Ebene gibt es ein Planetarium. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben ein Planetarium bekommen, obwohl ich das so hart verkackt habe die ganze Zeit. Aber gut. Na? Was willst du? Nimm das mit. Passt alles. Ist hier ein Geheimraum? Ja, ist es. Und dann gehen wir mal in den Cursed Room rein. Schmutz. Oh. Genial, genial. Genial. Komm. Gib mal was mir hilft. Okay, ja. Man will ich noch wissen, wie viele Herzen ich hier schon gedroppt habe. Okay, noch zweimal. So. Dann setzen wir das ein. Jetzt sind wir wieder voll geheilt. Was ist das? Tears up. Gut, gut. Gut. Hat sich doch gelohnt. Ja, und ich muss nur fix das nehmen. Dann können wir nach rechts. Ja. Sehr schön. Sehr schön. So, und unten ist das Planetarium.
Alright. Was bringt die nochmal? Ja. Scheiße. Ganz kurz. Wir checken das mal live ab. So, Items. Die sollten ja irgendwo unten sein. Da. Radiant Victory. Keine Ahnung. Und Neptun war, glaube ich, nicht so geil. Dann nehmen wir mal. Dann nehmen wir mal das Rechte, denn. Hatten wir das letzte Mal? Waren wir das letzte Mal im Planetarium tatsächlich? Ich glaube, das hatte ich schon vor kurzem. Und das ist, glaube ich, für die Secret Rooms. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, nee, komm, lass das fix machen. Lass das fix machen. Sehr schön. Ah, doch, jetzt weiß ich es wieder ein bisschen. Okay. Wir nehmen dich mit. Sehr cool. Cool, cool, cool. So, The Fool. Was wollen wir denn hier noch? Wir wollen das. Und gibt es hier noch... noch irgendwas zu holen? Ja, wir können das ja wieder mitnehmen. Und ansonsten... ah ja, die Geheimräume. Die Geheimräume wollten wir. Das war ja eine Sache. Okay, direkt verschluckt. Ja, hier können wir auch mal reingehen. Ist hier vielleicht ein Geheimraum? Ah ne, wir waren ja schon im Geheimraum. Stimmt. Aber da könnte ja was sein. Zum Beispiel hier. Nein, ist es aber nicht. Gut, dann lass einfach keine Zeit verschwenden. Lass einfach direkt weitergehen. Lass einfach direkt weitergehen. Wir haben die Chaos-Karte, oder? Bitte sag, dass wir die Chaos-Karte haben. Wir haben die Chaos-Karte. Sehr schön. Und wir gehen nach unten. So, sehr schön. Autsch. Range-Wetter. Doch, Range-Wetter wegen dem Nieser tatsächlich nicht verkehrt. Sehr cool. Entspannt. Ja, cool. Und das war's auch schon. Okay, wir kommen dann gleich zurück, denn ich würde gerne wissen, was da für ein Item ist. Kein Geheimraum. Au. Ist hier vielleicht ein Geheimraum? Nein. Hm.
Yes. Yes. Okay. Ne, wir gehen hier einfach mal hier lang. Sehr schön. Ach, das ist ein sehr angenehmer Run heute. Heute haben wir einen sehr, sehr angenehmen Run. Und hier könnte es sein. Komm schon. Yes. Ach, Arschloch. Okay, das war nicht das Item mit dem Geheimraum. Können wir uns merken. Das ist jetzt... Ist es wirklich nur, dass man... Also ich glaube, nachdem man einen Boss besiegt hat, kriegt man das Sun. Den Sun-Karten-Effekt. Und irgendwie cool. Oder irgendwie auch sinnlos. Hm. Au. Au. Was ist das? Ring Camp. Sehr mysteriös. Oh mein Gott. Oh mein Gott, lass mich doch mal. Jetzt. Okay, hier könnte noch ein Geheimraum sein. Ah, ich drop jetzt zwei. Lockdown, nein danke. Range down, nein danke. Range down, nein danke. Ja. Range down, fick dich. Und du? Tears? Rasten nicht gleich so aus, Alter. Oh, oh! Los, los, los. Yeah! Okay. Mann. Zwei Bomben. Cool. Boah, ich glaube, das überschneidet sich nicht. Also, ich glaube, das klappt nicht. Deswegen nehmen wir das hier. Und ziehen weiter. Nein! Mann! Warum renne ich denn einfach so rein? Why? Ich hatte vor, die Tür zu öffnen, deswegen habe ich das... das ist gut. Yes. Und... Zack. Zack. Hier ist nichts mehr, das ist okay. Nee, die Tür kann ich nicht öffnen, außer ich werde direkt drauf knallen, aber ich weiß nicht, ob das eine Sache ist. So, direkt drauf. Ja, geht auf. Okay. 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 Wow. No. Ich dachte, ich schaffe das. Gut, dann... Machen wir es auf die altmodische Art. Die kriege ich auch noch hin. Ja, passt schon, wenn wir gehen. Au. Dann wieder geheilt. Oh mein Gott. Oh. 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 Aber ja, komm, wir nehmen dich mit. Wir nehmen dich mit. Ja, sehr schön. Machen wir auch hier. Hm.
Zack, zack, zack ab. Ja, wieso nicht? Ich habe auch das Ding noch nie benutzt. Also das eine Item, was wir beim Angel Deal eingesammelt haben, zeige ich mal ganz kurz. Das ist der weiße. Oh mein Gott. Das war ja fett. Alright. Oh nein. Na gut. Der Typ hat so viele Leben und ist so unglaublich nervig. Ich komme darauf nicht klar. So, hier waren wir. Perfekt. Gehen wir weiter. Sehr schön. Jo. Bisher alles easy. Na. Wir wurden zwar getroffen, aber wir wurden nicht besiegt. Mann, wie ich immer das Ding aufladen will, aber ich nicht dazu komme. Und nein, ich will erstmal in den nicht in den Geheimraum, aber in den Dingsraum, ihr wisst schon. So. Kidney, oh nee. Ich nehme dich mit. So, gibt auch kein zweites. So, jetzt sind wir in der ersten Ebene und da waren wir ja schon in den Geheimräumen. So. Und ich hoffe, dass der Koop-Modus noch funktioniert, weil letztens hat es tatsächlich nicht mal so geklappt. Ich weiß nicht warum. Ich weiß einfach nicht warum. Okay. Aber wir können ja trotzdem nochmal, ja genau. Speed up! Why not? Wir brauchen mein Herz. Danke. Oh nein. Fick dich. Fick dich. Stirb. Sehr schön. Das nehmen wir mit. Sehr schön. Dumm. Also von mir. Na, von wem denn sonst? Okay. Damit war's das. Also mit der Ebene. Jetzt kommen wir zum Boss. Was ist hier drin? Haben nicht die Marm-Transformation, aber schon okay. Schon okay. Irgendwas stimmt nicht mit dem Fernseher. Was könnte es sein? Es ist Dogma. Au. Ah, und hier kriege ich kein Speed up. Oh. Na dann los geht's. Ja. Na, okay. Greifen wir doch mal damit an. Wie gefällt es dir? Den Scheiß weichen wir gekonnt aus. Weg ist er. Weg ist Dogma. Wir haben es geschafft.
Ich weiß auch gar nicht, ob wir das schon gesehen haben. Ich lasse es einfach laufen. Und wir kämpfen jetzt gegen das Biest. Okay, ballern wir einfach direkt. Oh nein, ich kann das nicht reinballern. Okay. Laden wir es ein bisschen auf. Vielleicht sollte ich nicht mit dem Tasten. Na, jetzt. Ja, wir halten einfach mal ein bisschen Abstand. Das passt schon. Und tot ist er. Wir laden direkt wieder auf. Werfen den zweiten Blow hin. Und los geht's. Sehr schön. Wow. Wir schießen ja in beide Richtungen quasi. Das ist ja ganz unangenehm. Och, ist das einfach gerade. Ich komme nicht drauf klar. Der dritte Buddy. Und wir weichen aus. Werden getroffen. Ah. Oh, und schon ist er erledigt. Oh, das ist... Wir sind so stark, Leute, Leute, wir sind einfach nur mega stark. Und der vierte. Och, die niesen sogar den an. Dass wir nochmal mehr Schaden machen. Jungs, ihr seid geil. Sehr schön. Das war der letzte Reiter. Jetzt kommt das Biest. Und glücklicherweise sie ist durch und durch geflogen. Das gibt's doch nicht. Ihr habt es aber gesehen. Die Chaoskarte fliegt durch Biest hindurch. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Aber ja, schluck mal hier ein paar Bomben. Sag, was willst du tun? Was willst du tun, hä? Du bist komplett gefickt. Zack. Und schon haben wir es geschafft, Leute. Wir haben... Then suddenly, the sky above cracked open, and a white beam of light reached down into the earth, smiting the mother of harlots asunder and setting the blood lake to a boil. As the beast descended down into the lake of fire, Isaac ascended towards the crack in the sky, and as he flew, he could see echoes of his past before him. He saw his mother mourning the loss of her son. He saw his father leaving them without turning to say goodbye. He saw his mother sleeping, and his father taking money from her purse. He heard the late night fights they had that kept him up at night, and the guilt he felt for what he believed he was causing. He felt the pain in his stomach during those sleepless nights, and saw his shadow in the closet waiting for him. As he rose, he felt his fears drop from his body, his shame, his worry pulled from his being. As he became lighter, his ascent became faster. He saw his one true companion alive and well. He saw his mother and father together again, holding each other.
He felt his mother kissing him on the head after he had said his prayers, and the comfort in knowing someone was watching over him. He saw his own birth, and the faces of his parents filled with joy and optimism. And then he saw nothing. Are you sure this is how you want this story to end, Isaac? You're the one writing it. It doesn't have to end this way. Here, how about we tell it a different way? Maybe a happy ending? Okay, Daddy. Good. Are you getting sleepy yet? Yeah. Okay, so... Isaac and his parents lived in a small house on the top of a hill. Ja, wir haben jetzt alles mit Azazel beendet. Azazel ist Rage freigeschalten. Oh, was fehlt uns hier noch? Maggie fehlt uns noch einiges, wirklich so gut wie alles. Außer Delirium und halt die Speedruns und Greed. Aber ansonsten alles. Kane haben wir alles. Zum Glück, Alter. Kane auf der PlayStation ist eine Katastrophe. Judas haben wir. Och, Blue Baby müssen wir auch noch Speedrun machen. Also Hush und Delirium. Aber wenigstens die zwei neuen Ebenen haben wir auch schon geschafft. Ja, Eve noch ein bisschen. Samson fehlen uns noch zwei Sachen. Ah, das ist schön. Oh. Hush mit Lazarus. Oh, das wird anstrengend. Aber okay, Eden haben wir alles. Oh, Lost. Fehlt uns auch. Nur noch The Beast. Hier fehlt noch Mother. Alter, Keeper haben wir so gut wie gar nichts. Apollyon fehlt noch Mother. Hier haben wir alles. Ja, letztens mal. Oh, hier fehlt auch noch ein bisschen. Und hier fehlt auch noch. Ah, es ist schon viel, was da fehlt. Es sind halt noch einige Dreckscharaktere übrig. Aber wir werden das schon schaffen. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und wir hören uns, sehen uns, fühlen uns das nächste Mal. Ciao.